und herzlich willkommen zu einem neuen Windelvideo bei 1bis3.de. Heute möchte ich dir etwas über Mullwindeln erzählen. Vielleicht kennst du ja Mullwindeln, also dieses berühmte Spucktuch der Eltern. Dass die sich immer so über die Schulter werfen, damit dann ihr Baby, wenn es sein Bäuerchen macht, hier nicht die Oberbekleidung total verschmutzt. Aber eigentlich sind diese Tücher ja Stoffwindeln. Und ich möchte dir heute in diesem Video jetzt mal so einiges über die Mullwindeln erklären. Was sind Mullwindeln? Wofür kannst du sie alles verwenden? Worauf solltest du achten, wenn du Mullwindeln als Stoffwindel benutzt? Aus welchen Stoffen gibt es überhaupt die Mullwindel? Wie solltest du sie waschen und trocknen? Und schließlich, was kostet überhaupt eine Erstausstattung aus Mullwindeln und Zubehör so für den Start in das Stoffwindelleben? Da fangen wir jetzt ganz vorne an. Mullwindeln sind erstmal quadratische Tücher aus einem ganz dünnen, weichen und sehr locker gewebten Stoff. Vor vielen Jahren wurde dieser Stoff ursprünglich mal als Verbandsmaterial verwendet und hergestellt. Und er ist also deswegen auch wirklich wunderbar dünn, weich und auch saugfähig. Und die Mulltücher, die können einlagig oder doppellagig verwebt sein. Das ist dann wichtig, wenn du sie als Stoffwindel nimmst. Und es ist ja auch ganz klar, dass so ein doppellagig verwebter Stoff, dass der wesentlich mehr aufsaugen kann als ein einlagig gewebter Stoff. Ja, wofür kannst du sie nehmen? Ich habe dir das ja schon ganz am Anfang gesagt. Mulltücher eignen sich eben hier so als Spucktuch. Du kannst sie, wie hier bei diesem Baby eben, als Mullwindel dann verwenden. Du kannst sie aber auch einfach nur als Unterlage beim Wickeln nehmen oder du nimmst sie als Sichtschutz beim Stillen, damit dein Baby dann nicht so abgelenkt ist von der Umgebung. Du kannst es als Schmusetuch nehmen, als ganz, ganz leichte Zudecke oder natürlich auch als ganz großes Lätzchen dann, wenn dein Kind dann später Beikost bekommt. Du siehst also, die Verwendungsmöglichkeiten von Mullwindeln, die sind recht vielfältig. Aber worauf solltest du jetzt achten, wenn du die Mullwindel als Stoffwindel benutzt? Das eine ist eben, wie ich dir schon eben gesagt habe, dass es Stoffe gibt, die sind doppellagig gewebt. Und diese Stoffe sind dann auch sehr viel schwerer. Vielleicht hast du dich auch schon mal gewundert bei den Beschreibungen bei uns im Shop. Mullwindel 180 Gramm pro Quadratmeter. Das bedeutet, dass das verwendete Garn eben 180 Gramm auf einem Quadratmeter wiegt vom Gewicht her und das ist schon ziemlich schwer. Es gibt nämlich auch andere Mullwindeln, die haben dann nur 100 Gramm pro Quadratmeter. Das ist sehr leicht. Und jetzt weißt du, du brauchst für eine Stoffwindel ziemlich gute, saugfähige Stoffe. Also wählst du dann eher eine Mullwindel, die schwerer ist, als eine, die eben ein leichtes Gewicht hat. Wenn du jetzt wirklich nur diese Mullwindeln suchst, um sie eben als Spucktuch zu benutzen oder als Sichtschutz, dann reicht es, dass du die leichteren nimmst. Die sind dann auch kostengünstiger. Und was natürlich auch wichtig ist für das Wickeln mit der Mullwindel, das ist die Größe. Die meisten Mullwindeln sind 80x80 oder 70x70 cm groß. Gerade die 80x80 Windeln, die eignen sich schon für die größeren Kinder. Du hast dann natürlich auch mehr Stoff. Es gibt auch ganz kleine Mullwindeln, die sind ungefähr 60x60 cm und die eignen sich besonders gut für zarte Neugeborene. Und du kannst dann diese kleinen Mullwindeln später auch ganz gut als Einlage so zusammenklappen und für andere Windeln verwenden oder als zusätzliche Einlage bei deiner Mullwindel, wenn dein Kind dann so im Kleinkindalter ist. Ein guter Kompromiss ist die Größe 70x70. Was auch immer wichtig ist bei den Mullwindeln, du brauchst eine Überhose als Nässeschutz. Du siehst ja hier, die Mullwindel ist ja nur der Stoff und jetzt brauchst du noch einen Nässeschutz. Entweder du nimmst eine sogenannte Schlupfhose aus PUL, wie diese hier, oder eben aus Wolle. Und dann gibt es eben auch noch Überhosen, die werden mit Klett- oder Druckknöpfen geschlossen. Und dann hast du eben eine komplette Windel hier an deinem Baby.
Und wie du siehst, habe ich jetzt bei dieser Babypuppe die Mullwindel richtig um das Baby gefaltet. Da gibt es dann bestimmte Faltweisen, zum Beispiel das sogenannte Dreieck mit Steg oder den Drachen. Ja, die werden vorbereitet, schon gefaltet und dann werden sie an dein Baby angelegt und meistens mit einer Windelklammer wie hier diesem Snappy geschlossen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass du einfach die Überhose nimmst und eine Mullwindel hineinlegst. So sieht das also aus, wenn du in eine Überhose, die diese Laschen hat, einfach nur eine rechteckige Mullwindel gefaltet hineinlegst. So, und das, dann schließt du das einfach nur mit den Knöpfen oder dem Klettverschluss. Diese Möglichkeit eignet sich vor allem für größere Kinder dann. Also für Kinder, die jetzt noch den Muttermilchstuhl haben oder den Prämilchstuhl, ist das nicht so gut geeignet. Wie du diese Windeln dann aber faltest, das würde ich dir gerne in einem weiteren Video zeigen, sonst wird dieses Video einfach zu lang. Also es gibt noch ein extra Video nur zum Mullwindel-Faltwindel-Falten über dieses Thema. Ja, aus welchen Stoffen sind Mullwindeln denn jetzt gemacht? Ganz klassisch ist natürlich die Naturfaser Baumwolle. Ja, die haben dann den Vorteil, dass sie kochfest sind, sie lassen sich auch gut in den Trockner stecken, sind ziemlich verschleißfrei, keine Probleme bei der Auswahl des Waschmittels. Da brauchst du also gar keine Bedenken haben. Mullwindeln aus Baumwolle sind echte, robuste Klassiker. Andere Stoffe sind zum Beispiel Bambusviskose, entweder eine reine Bambusviskose oder halt Gemische aus Bambusviskose aus Baum und Baumwolle. Die Windeln, die sind sehr, sehr weich und zart. Sie haben nur so ein bisschen den Nachteil, dass halt die Bambusviskose etwas anfälliger ist. Die solltest du auch nicht kochen und du solltest sie vor allem auch nicht so bei 1600, 1800 Umdrehungen in der Waschmaschine schleudern. Das machst du besser nicht. Trockner, da sollte Bambusviskose auch nicht auf der ganz hohen Temperatur getrocknet werden, sondern nur auf einem schonen Trockengang. Aber Mullwindeln, egal ob Baumwolle oder Bambusviskose, die sind sowieso so dünn, die lassen sich ruckzuck auch auf der Wäscheleine dann trocknen. Das ist wirklich ein unschlagbarer Vorteil, auch für diejenigen, die auch gar keinen Wäschekeller irgendwie haben und dann den Wäschetrockner im Wohnzimmer vielleicht stehen lassen müssen. Der steht dann gar nicht so lange da, denn die Windel ist ja ganz schnell trocken. Worauf du aber bei den Mullwindeln und überhaupt bei jeder Stoffwindel achten solltest, das ist, niemals einen Weichspüler verwenden. Ein Weichspüler, der klassische, legt sich über die Faser wie so ein Film. Und dann wird die Faser einfach nicht mehr saugfähig genug. Das heißt, die Nässe perlt ab. Und wenn sie abperlt, dann kann sie ja nicht mehr saugen. So. Was du machen kannst, damit, gerade wenn du in Gegenden mit hartem Wasser wohnst, damit die Windel eben schön weich bleibt, ist, dass du in den Weichspülergang einen Schuss, so Wäschespüler von Sonett oder den Ulrich Natürlich Entkalker oder diesen Hygienespüler von Ulrich Natürlich schüttest. Das wirkt wie eine saure Rinse. Die holen also Waschmittelreste raus, die holen eventuelle Kalkablagerungen dann schon raus und führen dazu, dass das Gewebe dann eben auch schön weich bleibt. Apropos abperlen. Wenn du eine Mullwindel neu erhältst, dann ist das Gewebe noch recht hart und sehr glatt. Wunder dich da nicht, das löst sich sofort nach dem ersten, spätestens nach dem zweiten Waschgang, den du machst. Es ist einfach so, dass in der Fabrikation von Garn und Nähereien die Garne und Stoffe mit bestimmten Mitteln behandelt werden, damit sie besser über die Maschinen gleiten und sich auch besser verpacken lassen. Sobald du das mal rausgewaschen hast, werden die Windeln ganz weich und vor allem ploppt der Stoff so ein bisschen auf. Ja? Also diese Mullwindeln, die haben ja alle so einen charakteristischen Griff, der so ganz, ganz weich und kuschelig ist. Also erstmal in die Waschmaschine damit und dann wird das schön weich. Jetzt geht es ja darum, was kostet so eine Mullwindelausstattung für dich? Das ist gar nicht so teuer. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass du ungefähr 25 Mullwindeln kaufst und jetzt schon eher die teureren, also so eine richtig gute Qualität, das Stück zu 4,50 Euro. Dann sind das also 112 Euro. Angenommen, du kaufst noch zusätzliche Saugeinlagen dazu, sagen wir mal
10 aus Frotte zu je 4 Euro, dann sind das 40 Euro. Und nochmal 10 Baumwolleinlagen, so Molton-Einlagen, 3,50 Euro, dann sind das 35 Euro. Dann bräuchtest du auch noch Überhosen, ganz wichtig. Dann nehmen wir mal 2 Wollschlupfüberhosen, ungefähr 16 Euro, dann sind das 32. Dazu nimmst du noch eine, sagen wir mal, eine Wollklettüberhose, ungefähr 25, und noch eine Pullschlupfhose, die kosten so auch so im Durchschnitt um die 18 Euro. Dann brauchst du noch ein paar Snappies, also von dieser Windelklammer. Ja, dann hast du insgesamt für eine komplette Wickelausstattung 270 Euro ausgegeben. Das ist jetzt echt nicht viel für eine Erstausstattung. Natürlich ist das mehr als das erste oder zweite oder dritte Paket an Einwegwindeln, aber auf die ganze Zeit hingesehen, und das ist ja das Schöne an den Mullwindeln, du kannst sie die ganze Wickelzeit über benutzen, über die ganze Zeit hinweg gesehen, ist es wesentlich günstiger, selbst mit den laufenden Kosten für die Waschmaschine und für Waschmittel. Also so günstig kannst du dann gar nicht mehr wickeln. Also dann fasse ich jetzt nochmal die Vorteile von den Mullwindeln zusammen. Zum einen, sie sind wirklich sehr kostengünstig. Zum anderen, sie sind unglaublich verschleißfrei. Also sie sind echt robust. Sie haben ja nur ganz wenig Nähte. Sie haben keine Gummis, keine Knöpfe. Du kannst sie super gut waschen. Sie werden sehr gut, dieser dünne Stoff wird sehr, sehr gut ausgewaschen. Sie trocknen dadurch auch sehr, sehr schnell. Du kannst sie die gesamte Wickelzeit über benutzen. Du kannst sie auch, wenn du andere Windeln benutzt, als Saugeinlage benutzen. Du kannst die Mullwindeln überhaupt total vielfältig nutzen. Wie gesagt, als Spucktuch, als Unterlage, als Sichtschutz. Und darum sind sie echt multifunktional. Was wäre denn jetzt der Nachteil? Der Nachteil wäre einfach, dass der oder die Betreuer lernen müssten, die Windel anzulegen. Entweder die einfachste Möglichkeit, wie ich dir schon gezeigt habe, dass die Mullwindel halt dann in eine Überhose als Rechteck eingelegt wird, oder eben, dass sie direkt dem Baby angelegt wird. Aber das sind jetzt auch die einzigen Nachteile, und die lassen sich sehr schnell dann eben auch aufholen. Und wenn du sagst, ja okay, mein Babysitter, der weigert sich oder der kommt damit echt nicht zurecht, dann wären ja vielleicht so ein paar Komplettwindeln dann eine mögliche Ergänzung für diese Gelegenheit. Und ansonsten, in meinen Augen, sind Mullwindeln ganz tolle, einfache Windeln. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieses Video jetzt gefallen hat, dass ihr jetzt besser wisst, was es mit den Mullwindeln so auf sich hat, dass ihr die sehr gut zum Stoffwindelwickeln benutzen könnt. Vielleicht möchtet ihr auch Freunden dieses Video empfehlen, die sich mit dem Gedanken tragen, selber mit Stoffwindeln zu wickeln. Und nochmal vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Video wieder zu. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.